Mein Vater hat mich gehasst, die Haushälterin, die Lehrer, alle in meiner Klasse. Warum darf ich Ihnen eigentlich nichts schenken? Ja, weil ich Ihr Vormund bin, etwa. Ein Vormund ist eine Art Ersatzvater. Und Sie sind eine Ersatztochter, etwa. Eine Tochter schenkt Ihrem Vater nichts. Jedenfalls nicht sowas, etwa. Ein Vater kann seiner Tochter was schenken. Und ich schenke Ihnen ja auch zum Beispiel meine Bereitschaft, Ihnen zu helfen. Ach so. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich davon? Ich meine, wie viel Geld kriegen Sie denn dafür? Das ist ein Ehrenamt. Das Einzige, was ich dafür kriege, ist vielleicht eines Tages die Genugtuung, dass ich Ihnen wirklich helfen kann. Ja. Aber Kind, komm, Sie sind ja viel zu alt da dazu. Mensch, nicht mal küssen darf man. Mein Vater durfte ich nicht küssen, die Haushälterin auch nicht. Jungs darf ich ja auch nicht küssen, oder darf ich das jetzt? Ja, was geht mich das? Das heißt, natürlich geht mich das was an. Ja, nein, das dürfen Sie auf keinen Fall, um Gottes Willen. Ach so, soll ich Claudia küssen oder immer noch meine Puppen? Ja, also die Puppe, da wäre nichts dagegen einzuwenden. Aber Claudia, das ist ein... Wissen Sie eigentlich, wie oft andere Kinder geküsst werden? Von den Eltern und von der ganzen Familie? Und ich niemals, nie? Ich habe ein Guthaben von Zärtlichkeiten und die will ich jetzt endlich haben. Ja, aber Liebkind, lass es doch dieses Guthaben noch ein bisschen anwachsen, etwa? In ein paar Jahren heirate Sie ihn, dann heben Sie das Guthaben ab mit Zinseszins. Ein paar Jahre. Jetzt will ich geküsst werden. Oh, das kann gut werden. Ich bin froh. Ich möchte Ihnen so gern vertrauen. Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Ich will ja auch Ihr Bestes. Dafür werde ich Ihnen ewig dankbar sein. Naja, sehen Sie. Und deswegen bringe ich Sie jetzt erst einmal zu Frau Plüschke. Wer ist das? Ja, das ist eine reizende Dame, bei der Sie jetzt vorläufig erst einmal wohnen werden. Ich soll hier weg? Ja, natürlich. Hier kommt doch das städtische Altersheim hin. Nein, ich gehe nicht. Ich will nicht. Aber hören Sie doch mal zu. Ich will nicht. Nein, hören Sie doch mal zu. Machen Sie doch keine Sorgen. Ich will nicht. Ich hasse Sie. Frau Plüschke. Ach komm. Abgefahrt. Sie hat ein Recht darauf, nicht wahr? Und Gott sei Dank, denn wenn Sie das Recht nicht hätten, nicht wahr, dann geht man nicht in einem Rechtsstaat leben. Ein Mädchen, das sich so benimmt, sollte überhaupt keine Rechte mehr haben. Ach komm, Mama, wenn jeder, der sich immer schlecht benimmt, keine Rechte mehr hätte, dann wären ja die Straße all menschenleer, weil es allem Kitschis ist. Karl, ich gehe jetzt noch etwas einkaufen für dich. Und wenn ich zurückkomme, ist dieses Mädchen aus dem Haus. Oder ich gehe aus dem Haus und lass mich scheiden. Das ist ja entsetzlich. Ja, können Sie mal sehen, was Sie hier alles für ein Porzellan zu schlagen. Oh Gott, was soll ich denn jetzt bloß tun? Gar nichts. Die Mama nicht ärgern, ne? Dann ist schon alles in Butter. Ach, ist doch alles viel zu spät. Sie will doch längst gehen. Ich kann doch nicht Ihre Ehe zerstören. Ja, ja, oder wäre es Ihnen vielleicht ganz angenehm? Ach so. Nein, danke schön. Ich möchte mich an sich nicht mehr verändern. Ja, also da müssen Sie jetzt sofort die Vormundschaft niederlegen. Das kann ich ja nicht. Das geht doch nicht. Wenn man das könnte, würde den sich doch jeder da davor drücken. Dann sagen Sie doch irgendwas, damit Sie jetzt nicht ins Hotel ziehen. Sarah, das wäre ganz falsch. Da ziehen Sie gleich in zwei Hotels. Nein. Wenn man sich in Ruhe drüber unterhält, dann wird sich schon alles einrenken. Ja. Es wird sich nichts mehr einrenken. Wir werden uns nicht in Ruhe, wir werden uns überhaupt nicht mehr unterhalten. Da muss jetzt sofort was ganz Wirksames geschehen. Und nach einer Atomexplosion wäre da nichts wirksam. Wenn sie gehen will, dann lass sie doch gehen. Eine Frau, die ihren Mann in der Stunde der Not verlässt, liebt ihn nicht. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde bei dir bleiben. Ich schenke dir mein ganzes Geld. Wir können um die ganze Welt reisen und bleiben, wo es dir gefällt. Du allein sollst bestimmen, was geschieht. Ich werde dich in der Stunde der Not nie verlassen. Na ja, wenn man bedenkt, was du in der letzten Woche all mitgemacht hast, Biggie, da kann man schon verstehen, dass dir mal die Nerven durchgehen, gell? Ich geb dir jetzt Beruhigungsmittel und eine Schlaftablette, dann schläfst du dich erst mal gründlich aus, ne? Hopp, trachst rauf in ihr Bett, Baba. Trache? Na ja, das ist doch wohl das Mindeste nach einem derartigen Angebot. Ich kann auch alleine. Die Teufelin von Teneriffa, gell? Der Film, aus dem das nämlich war. In der Stunde der Not nicht verlassen und auf die Schoß heben. Und ich schenke dir mal Geld und reise mit dir um die Welt. Komm. Du bildest dir doch hoffentlich keine Schwachheit ein, Baba. Who ever loved? Sit loved not at first sight. Also, nicht ever, ever. Nicht ever. Ever. Und nicht first, sondern first sight. Also korrekt heißt, whoever loved, said loved not at first sight. Nicht wahr? Ah, ja. Wer immer love. Das wirst du doch wohl wissen. Love, nie gehört? Ach so, Liebe. Nee, nie gehört, nie kapiert. Kriegen wir auch nicht mehr geliefert. Ach, ich fang doch nicht wieder mit deinem Selbstmitleid an. Hopp, übersetzt. Wer immer liebte, das liebte nicht zur ersten Sicht.
Ja, gut, also, aber nicht zur ersten Sicht. Auf den ersten Blick heißt er. Ach so, Blick. Wer je geliebt hat, liebte der nicht auf den ersten Blick. Ach, Quatsch. Herr Shakespeare dürfte da davon mehr verstanden haben als du. Unterstreichen. Wer je geliebt hat? Haben Sie sich eigentlich auf den ersten Blick in Mama verliebt? War sie eine dufte Biene damals? Ja. Das heißt also, angefangen hat unsere Liebe eigentlich mit einem Riesenkrach. Ah, wenn's das ist, dann müssen Sie ja heute noch wie verrückt nach ihr sein. Nicht so keck, gell? Krach schadet bei einer Liebe gar nicht. Na, mir schon. Seit unserem Krächen zu Hause, da kann ich kein freundliches Gesicht mehr sehen, ohne mir automatisch vorzustellen, wie es in der Wut aussieht. Ach, Kind, du hast ja Zwangsvorstellungen. Ich muss gleich mal den Dr. Moosbauer fragen, ob sich da nichts dagegen machen lässt. Der müsste doch überhaupt schon lernen. Sag mal, Karl, wo bleibt denn eigentlich dein Dr. Moosbauer? Ja, du hast mir doch versprochen, du fährst mich. Ja. Ich muss jetzt fort. Ja, also ich kann wirklich nicht mehr warten. Vicky, wenn der Moosbauer kommt, dann sagt ihm die Akte, die könnt ihr mitnehmen. Und zwei Akte, die soll er mal dann halt mal da lassen. Ja, ich bring sie mit in die Stadtratssitzung. Ja, gell? Und lerne mal schön weiter da Englisch, gell? Ah. Sag mal was. Whoever loved, that loved not at first sight. Ja, die Aussprache muss aber noch viel besser werden. Stimmt denn das eigentlich? Was? Whoever loved. Ich kann ja kein Englisch. Karl, komm, wir gehen durch die Gatte, da war es ja noch an der Tankstelle.